Willkommen zurück zu den Top 3 Fehlern beim WhatsApp, vielleicht beim Kommunizieren mit Frauen über WhatsApp. Wenn du es noch nicht gesehen hast, gestern habe ich ein Video rausgebracht, in dem ich dir erkläre, wie du auf einem Date, auf dem ersten Date, schnell zum Sex kommen kannst. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das berühmte Kochdate, was ich immer mit meinen Dates habe oder oft mit meinen Dates habe. Ersten Link in der Beschreibung, kommst du zu dem Video von gestern. Jetzt soll es aber darum gehen, die drei größten WhatsApp oder der größten Textschreibefehler, die du machen kannst. Und der Fehler Nummer 1 ist, dass du zu viele Emojis, zu viele Gesichter und solche Sachen benutzt. Oder dieses Feuer oder irgendwelche Gesichter oder irgendwelche Häuser. Also zu viele Smileys generell. Das war das Wort, was ich gesucht habe, dass du zu viele Smileys benutzt. Warum ist es schlecht, so viele Smileys zu benutzen? Also der Punkt ist, wenn du jetzt mit einer Frau über WhatsApp flirtest, dann gehe ich davon aus, dass du sie nicht mega, mega gut kennst. Dann würdest du sie mega gut kennen, dann wärt ihr wahrscheinlich entweder schon zusammen oder es würde halt nicht passen. So, du kennst sie also nicht mega gut, nicht schon seit Jahren. Das heißt, sie kennt dich nicht schon in- und auswendig. Wenn sie dich bereits in- und auswendig kennt, dann weiß sie, wie all die Sachen gemeint sind, die du über WhatsApp schreibst, weil sie kennt dich ja bereits. Aber wenn sie dich noch nicht so lange kennt, dann weiß sie eben nicht, wie diese Sachen gemeint sind. Und diese Smileys können deinen Chat sehr erstens weiblich und zweitens sehr lasch aussehen lassen. Also wenn du übermäßig Smileys benutzt, dann wirkt das auf Frauen im Umkehrschluss meistens sehr unsicher, als würdest du sehr unsicher kommunizieren, was auch daran liegt, dass die meisten Smileys eher sowas Unsicheres ausdrücken, so ein fragender Smiley oder so ein hihi, grinsender Smiley. Das sind einfach, obwohl du das natürlich in dem Moment gar nicht so meinst, drückst du es halt über die Smileys aus und deswegen kommt es bei der Frau auch so an. Also Unsicherheit kommt dadurch an, vor allem wenn du zu viele Smileys benutzt. Frauen benutzen oft sehr viele Smileys und Frauen sind das auch von ihren Freundinnen gewohnt, deswegen irritiert sie das bei Männern, wenn Männer viele Smileys benutzen. Zudem nimmst du so ein bisschen die Spannung aus der Konversation raus, weil wenn du nicht so viele Smileys benutzt, dann ist sie sich vielleicht nicht immer ganz sicher, wie ernst du das meinst, was das genau bedeuten soll und sie kann dich nicht so ganz deuten. Die Smileys geben ihr aber die Möglichkeit, dich besser zu deuten. Und das nimmt so ein bisschen die Spannung aus der ganzen Geschichte raus. Die andere Sache ist, dass wenn du so ein Smiley schickst, das auch manchmal, also oft macht man es tatsächlich so und achte mal selbst drauf, dass du irgendeinen Satz schreibst und dann das Gefühl hast, okay, der klingt jetzt zu hart und jetzt hänge ich mal ein Smiley hinten dran, damit es ein bisschen sanfter klingt. So, und genau diesen Eindruck bekommt dann auch halt die Frau und da wären wir dann wieder bei dem Unsicherheitsthema. Also, wenn du mit Smileys arbeitest, dann bitte mach's ein bisschen, mach's so am Rande, mach's eigentlich eher nicht. Ab und zu kannst du es mal machen. Den Smiley, den ich manchmal benutze, um so eine Sache ein bisschen softer zu formulieren, ist dieser, das ist nicht mal ein Smiley, aber diese zwei Dachdinger, diese Dachstriche da, also diese, ich kann es nicht beschreiben, ich werde mal hier irgendwo ein Bild davon einblenden, was ich meine, da wirst du sehen, die Dachsmileys, ich werde irgendwas einblenden. Die mache ich manchmal, damit kann man arbeiten, aber auch das, mach es einfach wenig, benutze es einfach eher selten. Der zweite große Fehler, den du auf WhatsApp machen kannst, ist, dass du, und das machen so viele Männer, zu lange hin und her schreibst. Ja, du kennst meine WhatsApp-Regeln, du kennst meine WhatsApp-Anleitung. Tausch dich ein, zweimal mit der Frau aus und dann schau, dass du sie aufs Date bekommst, denn du hast die Nummer geholt, um mit der Frau auf dem Date zu sein und nicht, um ewig mit der Frau hin und her zu schreiben. Je mehr du hin und her schreibst, desto schlechter wirkt das meistens für dich. Davon ausgenommen sind jetzt eher jüngere Männer, also ich rede jetzt so von jugendliches Alter, denn die haben oft mit jungen Frauen zu tun und bei jungen Frauen ist es so, die brauchen so ein bisschen mehr Aufwärmzeit, bevor sie bereit sind, auch einen Jungen zu daten. Also da macht es dann oft Sinn, auch ein bisschen mehr zu schreiben, muss aber auch nicht unbedingt sein. Das ist aber dann nicht so schlimm, weil einfach beide Parteien noch sehr unerfahren sind und da wirkt das noch nicht so so negativ. Aber spätestens so ab dem Alter 18, 19, 20 solltest du einfach aufhören, super viel über Text zu kommunizieren, bevor du die Frau triffst. Meistens ist das so, dass die Männer viel über Text kommunizieren, weil sie sich nicht trauen, diese entscheidende Frage zu stellen. Sie trauen sich nicht zu sagen, hey, komm, ich will dich sehen, ich will dich treffen, wann machen wir das? Und wenn das dein Hintergrund ist, also wenn du deswegen nicht danach fragst, weil du dich nicht traust, dann ist es sowieso ein schlechter Anfang, sage ich mal. Ein paar hin und her wechseln, ein bisschen sich austauschen und dann das Date ausmachen. Denn du hast die Nummer geholt, du hast ihren WhatsApp-Kontakt geholt, um mit ihr aufs Date zu gehen und nicht, um ewig mit ihr hin und her zu schreiben. Und das nimmt
unter Umständen extreme Ausmaße an. Ich hatte mal einen Mann, mit dem ich telefoniert habe, der dann wirklich über Monate mit den Frauen geschrieben hat. Also er hat die online kennengelernt, hat über Monate mit den Frauen geschrieben, bis er sie dann getroffen hat, beziehungsweise er hat sie halt nie getroffen, aber bis er dann mal an den Punkt kam, dass er so gefragt hat, ob man sich mal treffen kann, und sie wollten halt nie, weil er einfach viel zu lange gewartet hat. Und der dritte große Fehler, die dritte Sache, die du unbedingt vermeiden musst, ist, dass du keine Sprachnachrichten schickst. Also keine Sprachnachrichten zu schicken ist ein Fehler. Ja? Kommunizieren über Schreiben ist in Ordnung, aber es ist halt nicht geil, weil es fehlt deine Stimmlage, es fehlt deine Tonalität, und klar, weil sie dich nicht sieht, fehlt auch das Visuelle. Das fehlt auch bei einer Sprachnachricht, deswegen kannst du auch ein Video machen, das geht ja neuerdings auf WhatsApp auch sehr gut, aber nutzt diese anderen Medien auf jeden Fall, Sprachnachrichten und Videos, weil da einfach viel mehr rüberkommt. Da kriegt die Frau dich einfach viel mehr mit. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass Dinge, die geschrieben werden von Männern, von den Frauen falsch verstanden werden, weil die Frau kennt dich eben meist nicht so besonders gut und deswegen kann sie aus dem Text, aus dem reinen Text nicht erkennen, wie du das genau meinst. Wenn aber deine Stimme dazu kommt, dann können auch solche Dinge wie Ironie oder Sarkasmus funktionieren. Das funktioniert sonst übers Schreiben sehr, sehr schwer. Ich hatte zum Beispiel letztens mit einem Mädel geschrieben und ich habe ihr gesagt, hey, morgen Abend Party bei mir, kommst du vorbei? Und was ich meinte, und ich dachte, sie versteht das, was ich meinte ist, sie kommt zu mir und wir beide, also ich und sie, so war das gemeint. So, und dann schrieb sie mir so, ja, ich würde ja gern kommen und so, aber ich bin noch ein bisschen krank und ich kann dann auch nicht saufen. So, und ich habe den gefragt, hey, was meinst du denn mit saufen? Wieso denn saufen? Wer will denn saufen? So, das hat überhaupt nicht in meinen Kopf gepasst. Weil in meiner Forschung hatte ich ihr vorgeschlagen, sich zu zweit zu treffen. Und dann meinte sie so, ja, aber machst du eine Party? Und ich so, ach so, ja, das hast du falsch verstanden. Jetzt sie dann so, ach so, meintest du, dass wir uns zu zweit sehen? Ich so, ja, das meinte ich. Und dann haben wir uns halt für den nächsten Tag verabredet. Aber sowas kann halt passieren, wenn man nicht zum Beispiel Sprachnachrichten nutzt oder zum Beispiel Videos macht. Also klar kannst du ab und zu mal schreiben, aber benutzt Sprachnachrichten. Und gerade wenn du so dieser Typ bist und es einfach nicht lassen willst, länger mit der Frau hin und her zu schreiben, mach wenigstens Sprachnachrichten. Ja? Mach wenigstens mal ein Video. Das macht das Ganze viel abwechslungsreicher und die Frau kriegt dich auch viel mehr mit. Ja, vielleicht hast du die Frau auf der Straße angesprochen, hast 5 bis 10 Minuten mit ihr gequatscht und jetzt schreibst du mit ihr über WhatsApp, aber sie kann sich vielleicht nicht mal mehr daran erinnern, wie du aussahst oder wie du so warst von der Art her, und das wird sie durchs Schreiben auch nicht merken. Ja, aber wenn du ihr deine Sprachnachricht schickst oder eins von diesen Videos machst, dann weiß sie wieder, mit wem sie da geredet hat, und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dich dann auf ein Date trifft. Das war's. Schön, dass du dabei warst. Mein neues Buch ist übrigens draußen, Die Zeus-Legenden, in denen ich meine verrücktesten Sex- und Verführungsstories niedergeschrieben habe. Und nicht nur meine verrückten Sex- und Verführungsstories, sondern auch die meiner erfolgreichsten Teilnehmer und die meiner guten Freunde. Richtig geiles Buch, was ich immer mal schreiben wollte. Meine anderen Bücher waren ja eher so Tipps und Tricks, also in die theoretische Richtung. Aber ich wollte mal ein Buch schreiben, wo man wirklich einfach nur verrückte Geschichten findet, die ich aufgeschrieben habe. Mir sind teilweise Dinge passiert, die wirst du nicht glauben, wenn du sie da liest. Also einfach super geil, geile Stories. Wenn du dich da inspirieren lassen willst, schau mal vorbei. Den Link zum Buch, Die Zeus-Legenden, habe ich dir hier als zweiten Link in die Beschreibung gepackt. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder zum neuen Video. Bis dahin, ciao.